Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Runde Swordsman. Und wir machen gleich weiter, wo wir letztens stehen geblieben sind. Beziehungsweise so ähnlich. Seid ihr auf der Suche nach mir? Ja, ich bin Sansesau. Wie ihr sehen könnt, werde ich nicht mehr lange leben. Ich wusste, dass ich mich anstecken könnte, wenn ich unter den Opfern lebe. Ein Arzt fürchtet nie die Krankheit, die er bekämpft. Ob schon ich sterben werde, bereue ich zumindest das nicht. Ich habe allerdings ein schlechtes Gewissen, dass ich meine Schwester ganz allein zurückließ. Ich habe ihr versprochen, zurück nach Hause zu kommen. Doch möchte ich nicht, dass sie mich so sieht. Ich habe ein Schutzmittel gegen die Seuche gefunden. Sammelt Magnolien und bringt sie meiner Schwester. Bitte sagt Timlan, dass ich zicksern werde. Die sind ja gleich um die Ecke. Dann kürzeste Zombie-Gift-Pulvertasche. Kürzester Weg nach unten. Eine Fackel, wofür? Kannibale-Spinne. Ich hätte jetzt gerne angezündet. Oder Hund. Das ist zwar die Hauptquest, aber wenn wir schon mal hier sind. Hose. Thank you.
Theoretisch hätte ich ja noch ein ja, anderes Thema. Ich habe letztens angesprochen, dass ich ja momentan relativ wenig Zeit habe. Und ich habe es dann unten in die Infobox reingeschrieben. Also ich habe es nicht wirklich angesprochen in der letzten Folge. Und zwar, sobald die Zeit wieder mehr bei mir wird, beziehungsweise wenn ich genug voraus aufgenommen habe, damit ich eben keine zu großen Lücken habe, habe ich noch die ein oder andere Idee vorbereitet, beziehungsweise in Planung. Eine davon nicht alleine. Da werde ich nochmal mit der lieben Tanea eine Runde spielen. Allerdings jetzt nicht Swordsman, sondern ein anderes Spiel. Und ansonsten habe ich noch ein Projekt, das wahrscheinlich interessant ist. Also interessant ist im Sinne, wo ich mir vorstellen könnte, dass es lustig werden wird. Wahrscheinlich für alle anderen außer für mich. Aber das wird dann nur so sein, dass wir sehen, wie es läuft. Allerdings muss ich bei dem Projekt noch ein bisschen was vorbereiten. Und ja, wie gesagt, ich habe momentan nur so sehr wenig Zeit. Aber sobald die Zeit da ist, wird das kommen, wird. Jetzt kann ich die Fackel nehmen. Yay! Also wird da dieses Projekt kommen und auch die Zusammenarbeit mit Tanea. Aber das, ja, das liegt noch so ein klein bisschen in der Zukunft. Ich bin jetzt eher so, dass ich davon ausgehe, Mitte bis Ende November, vielleicht auch erst Anfang Dezember, Mitte Dezember. Es kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie es bei mir von der Zeit her funktioniert, wie es bei Tanja von der Zeit her funktioniert. Also da sind wir gerade noch fleißig am Planen. Aber das gesagt, das kommt alles, das kommt dann so ein bisschen auf die Zeit drauf an. Aber es ist in Planung und mal schauen, bis wann es funktioniert.
aber ja, irgendwie möchte ich auch noch nicht verraten, was es ist, weil falls es dann doch nicht klappt, dann ist es irgendwie auch ja doof. Und andererseits ist es halt auch so, dass ich mir denke, wenn ich noch mal irgendwas ändere oder so, dann wartet man noch nicht drauf, weil man sich dann sowieso überraschen lassen muss. Das Einzige, was ich eigentlich schon verraten kann, es geht nicht unbedingt um extrem aktuelle Spiele. Also die Spiele, die sind puh, puh, puh. Das ist jetzt eine sehr gute Frage, wie alt die sind. Aber ja. Ich würde es jetzt nicht zu den aktuellsten zählen. Wobei es davon auch aktuellere Versionen gibt. Definitiv. Ich habe die Quest eigentlich schon erfüllt. Ja, das.